Es ist Spieltag und das heißt für euch, es gibt wieder eine neue Ausgabe unserer Matchday Warm-up Show und leider schon die letzte in diesem Jahr. Und heute wollen wir nicht nur über das Spiel gegen den BVB sprechen, sondern auch ein bisschen zurückblicken, über vergangene Spiele sprechen. Und ja, die Mainz-Analyse, die wird ein bisschen wehtun. Da müssen wir heute einfach alle gemeinsam durch. Und ich muss zum Glück da nicht alleine durch, sondern ich habe mir wieder fußballerische und moralische Unterstützung auf die Couch geholt. Er ist der Erling Haaland, sage ich mal. Der Erling Haaland unter den deutschen Fußballpodcastern. Hier ist Lukas Vogelsang. Schön, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Eigentlich hätte ich ja heute auch sagen können, du bist mein persönlicher fleischgewordener Weihnachtsalbtraum, wenn ich so deinen Pulli angucke. Was heißt denn Albtraum? Also bei mir war ganz klar, pass auf, ich blinke heute. So, das ist mir schon mal sehr, sehr wichtig. Hat mir Freddy Bobic gerade noch gezeigt, wie man das macht, wie man das aktiviert. Also die Aktivierungskraft von Freddy Bobic, das funktioniert alles. Ich habe ja Underground of Berlin gesehen, ja, auf The Zone, und habe gedacht, als im Wedding lebender Spandauer muss ich was für meine Street Credibility tun, so kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich mir das Ding einfach gestrickt lassen. Gibt es dann wohl jetzt auch im Fanshop, aber die Idee ist von mir. Es ist geglückt, also es steht dir, will ich zumindest sagen. Ich fühle mich wahnsinnig wohl drin, vor allen Dingen, weil ich beim Einparken hier vor der Geschäftsstelle, gibt es ja so eine Schranke, und da wurde ich gefragt, ich habe gesagt, ja, ich möchte gerne zu Hertha 030, hier ist gleich Aufzeichnung, so, und dann sagte der, ja, stimmt, Sie sind dieser Bär, oder? Und dann dachte ich mir, komm, wenn ich schon für Herr Tinio gehalten werde, kann ich mir auch ein Weihnachtswetter drüber ziehen. Du, Lukas, da wir, wie ich finde, ja ein ziemlich dynamisches Duo sind, ähnlich wie Markus Lanz und Richard David Precht, fange ich mal jetzt ganz lanzig an. Lukas, was geht dir durch den Kopf, wenn du an Hertha BSC denkst gerade? Ja, also hättest du mich das direkt nach dem Bielefeld-Spiel gefragt, wäre es anders gewesen. Da bin ich nämlich mit dem ersten echten Hochgefühl aus einem Spiel, das hatte ich lange nicht mehr, zwar nur 5000 Zuschauer, aber es war irgendwie eine sehr großartige, sehr familiäre Stimmung, also auch auf den Rängen, und dann ja auch ein sehr gutes Spiel. Also natürlich, weil Bielefeld auch viel zugelassen hat, aber man hat gesehen in Ansätzen, was sein kann. So, und dann gehst du mit diesem Gefühl raus und denkst nur, ah, jetzt kommt Dortmund. Dann fällt dir ein, ah nee, englische Woche in Mainz. Und da war das Gefühl schon ein bisschen schlechter, und dann ist genau das passiert, was ich gehofft hatte, dass wir irgendwie verhindern können, nämlich dass du bei den sehr starken Mainzern unter Bo Svensson nämlich unter die Räder kommst, weil die in sich als Mannschaft sehr gut funktionieren. Und dann guckst du diese vier Tore gegen Mainz an, und jetzt ist mir so ein bisschen Angst und Bange, weil da ist dann eben nicht Jonathan Burkhardt oder Onisivo, sondern da ist dann Erling Haaland am Wochenende. Und das ist so dieses, ich denke schon seit Tagen darüber nach, wie wir Erling Haaland stoppen können. Das werde ich dir gleich verraten, denn ich habe mir das Spiel gegen Fürth mal ein bisschen angeguckt, die das lange sehr, sehr gut gemacht haben, gerade auch gegen Erling Haaland. Also hat dich diese doch ja sehr deutliche Niederlage gegen Mainz 05 nicht so überrascht? Du hast gerade gesagt, oh, das ist eine sehr eingespielte Mannschaft, eine sehr aggressive Mannschaft mit einem ganz klaren Plan. Also hat dich das gar nicht so überrascht, dass das ziemlich schwer werden könnte? Naja, es war so ein bisschen, die gefühlsmäßige Gemengelage war so ein bisschen wie vor dem Spiel in Köpenick. Also dass ich mich gefragt habe, so, die sind ja irgendwie weiter als wir, auch in der mannschaftlichen Entwicklung. Die haben jetzt das Jahr unter Bo Svensson, die spielen sehr stringenten Fußball, der uns in der jetzigen Phase, wieder Neufindung mit Taifun Korkut, gefährlich werden kann. Deswegen, ich hatte schon so gedacht, das werden sie verlieren. Eventuell, vielleicht so meine Hoffnung, waren 2-2, also vorne auch zweimal treffen. Aber dann ist es eben ein Spiel gewesen, was seine Eigendynamik entwickelt hat, eben auch wegen des frühen Rückstandes und Verletzungspech mit Jovetic und so. Und dann kommst du genau in diese Abwärtslawine, dann kommst du da gar nicht mehr raus als eine Mannschaft, darüber haben wir auch schon oft hier gesprochen, die in dieser Saison eben gar nicht gefestigt sein kann, weil sie sich noch finden muss. Und die Mainz haben vorgemacht, wo Hertha in einem Jahr sein könnte, aber dieses Duell kam zu früh. Und deswegen hat es mich nicht überrascht. Es ist nur so, dass ich mich frage, welche Lehren ziehst du dann, auch was die Aufstellung später angeht und so, welche Lehren ziehst du daraus für das Spiel gegen Borussia Dortmund zu Hause als Saisonabschluss, um auch irgendwie aus dieser ja doch sehr anstrengenden Hinrunde versöhnliche rausgehen zu können.
Eine Lehre, wenn man sich die Tore, und da können wir dann, ich habe zwei Tore mal rausgesucht von diesen vieren. Eine Lehre ist vielleicht, dass Taifun Korkut mit vier zentralen Mittelfeldspielern gespielt hat, also Wladimir Darida und Suat Serda auf den Außenbahnen, die die Marschrichtung hatten, immer in die Mitte zu ziehen. Und wenn wir jetzt mal auf zwei dieser vier Tore gucken, dann sehen wir auch, dass das ein bisschen ins offene Messer gelaufen war, denn die Mainzer haben ihr wirklich sehr gutes Flügelspiel dadurch aufziehen können, weil die Außenbahnen nicht besetzt waren. Und da können wir mal direkt auf das 1:0 von Jaesung Lee schauen, wo es genau von Flügel, einem Flügel auf den anderen Flügel ging, also auf diese ballferne Seite. Und da gucken wir mal rein. Wir sehen jetzt hier gleich Nia Kate, der mit nach vorne geht und nicht angepresst wird, beziehungsweise zu spät von Deo Cefuig. Und Lukas, dann dieser Ball auf diese ballferne Seite, auf Silvan Widmer. Das war so ein bisschen ein Muster, ne? Ja, das ist ja auch etwas, was du erwarten kannst. Aber ich würde sagen, der Fehler ist ja hier gar nicht, dass du mit vier zentralen Mittelfeldspielern spielst. Also wenn du dich erinnerst, ich hatte dir ja dann auch gleich geschrieben, spielt er mit Raute, als die Aufstellung kam. Nein, hat er nicht. Hat er aber nicht so, ja. Weil nämlich, wenn du mit Raute spielst, brauchst du zwei sehr schnelle und taktisch sehr gut ausgebildete Außenverteidiger, die dann die ganze Bahn mitnehmen. Das kannst du schwer machen in dem System. Deswegen war klar, dass es auch diese Lücken geben wird. Was ich aber sehe, ist eher der Fehler bei Cefuig. Also du musst die Flanke verhindern. Das hatten wir gegen Bielefeld auch schon zwei, drei, vier Mal, wo man gemerkt hat, wie sehr die Erfahrung, auch die Präsenz von Peter Pekarik dann fehlt, weil der einfach anders spielt, defensiver, nicht so vogelwild. Also die Leistung, ohne jetzt einen rauspicken zu wollen, aber die Leistung von Cefuig, insbesondere in der zweiten Halbzeit gegen Bielefeld, war schon unterirdisch. Er hat es dann nur einfach so weitergeführt in dem Spiel. So, und dann kommst du zu spät bei der Flanke und dann hast du es halt hinten offen, wo du klar sagen musst, du musstest im Grunde besser verteidigen. Entweder muss Marvin Plattenhardt da sein oder einer der zentralen Mittelfeldspieler geht mit in den 16er. Aber so hast du eine Fehlerkette, die sich eventuell dann, wenn wir gleich auch in dem nächsten sehen, eventuell dann auch aus der Aufstellung speisen kann. Aber ich glaube eher, der Fehler liegt darin, dass du keinen Druck auf den Gegner bekommen hast. Die Idee hinter diesem Einsatz von vier zentralen Mittelfeldspielern war, denke ich, die Ballsicherheit. Man wollte dieses stressvolle, das war ja ein sehr stressvolles Spiel von Mainz 05, das wollen sie ja auch, den Gegner stressen und pressen. Und ich glaube, Taifun Korkut wollte mit diesen sehr ballsicheren Spielern, mit Wladimir Darida, Suat Serda, Lucas Tussa und Santi Askasiba, Ruhe ins Spiel bringen. Das ist nicht so, also er hat immer vom ruhigen Ballbesitz gesprochen. Das ist leider nicht so gut aufgegangen, weil Mainz den Braten gerochen hat und eben mit ihren zwei Schienenspielern, ja. Aaron auf der einen Seite und Silvan Widmer auf der anderen Seite, das ist halt dieser Vorteil, wenn man mit Dreierkette spielt, dann hat man diese Schienenspieler, das ausgenutzt hat. Und das, was du gesagt hast, dass einer der zentralen Mittelfeldspieler dann mit zurückrücken muss, das war, glaube ich, beim 3:0 ganz, ganz augenscheinlich. Und deshalb habe ich auch noch meine Slow-Mo draufgepackt, weil das, glaube ich, der Schlüssel dieses Spiels war. Schauen wir noch mal drauf. Da oben sehen wir es. Da wieder der eine Flügel mit Aaron freigespielt und wieder auf Silvan Widmer. Und jetzt gucken wir mal in der Mitte, da befindet sich Suat Serda, der einfach viel zu spät kommt. Ja, und Silvan Widmer auf diesem zweiten Pfosten relativ frei steht. Und wenn wir uns die Slow-Mo angucken, da sehen wir es nochmal. Wenn wir nur mal auf Marvin Plattenhardt und Suat Serda gucken, total eingerückt. Ja, ja. Das ist aber genau das passiert uns, wenn wir bei uns spielen, auch immer wieder. Mhm. Aber das ist eben nicht Bundesliga. Also bei mir in der Mannschaft finde ich, kann sowas passieren. Hier müssen die Absprachen halt besser sein. Du musst sagen, klar, wenn du das so spielst und wenn quasi Suat Serda vor Marvin Plattenhardt, also links, im Grunde ja auf dem linken Flügel angesiedelt ist oder so startet, dann musst du das anders in der Absprache haben. Dann musst du sagen, einer bleibt außen. Und guckt, wer da kommt von den Mainzern auf der Schiene, wer kommt da angerauscht, wie verteidige ich den? Und dann musst du mit einziehen. Was ich nur als Problem sehe, ist, für mich ist Suat Serda der offensivstärkste Mittelfeldspieler, den wir haben. Ja. Das heißt, den brauchst du eigentlich hinter den Spitzen, Bälle verteilen, selbst zum Abschluss kommen. Der hat einen sehr, sehr guten Schuss. So, wenn du jetzt so eine Taktik wählst und er ist plötzlich der Mann, der am Fünfer das Gegentor verteidigen muss, so, dann haben wir ein Problem, weil dann hast du sozusagen den falschen Mann im Fünfer, aber gleichzeitig fehlt er vorne am 16er, wo du ihn eigentlich brauchst. Das heißt, du beraubst dich der Torgefahr und du hast aber nach hinten jemanden, der vielleicht gar nicht so gut nach hinten arbeitet wie jemand anders, der auch an der Stelle sein könnte. Zusätzliches Problem, und das habe ich nochmal nachgeschaut, ist, ich verstehe die Idee,
das sind schon mit unsere vier besten Spieler von den Anlagen her im Mittelfeld. Aber es ist ja auch einfach, die Zahl ist so klar, also die Statistik spricht so eine klare Sprache, was die Mittelfeldspieler zentral angeht. Wenn Santi Askasiba und Lucas Toussaint zusammenspielen, hat Hertha in allen fünf Spielen, haben wir fünfmal verloren, und es waren die Spiele 5 Tore gegen die Bayern, 6 Tore in Leipzig, 4 Gegentore in Mainz. Naja, weil sie beide zu ähnlich in ihrem Profil sind. Also sie sind beide ballerobernde Spieler. Toussaint, von dem, was ich noch aus Lyon kenne, mit ein bisschen mehr Grandessa, der ist so eher dieser Typ Tim Borowski, eigentlich aufrecht, und dann geht er nach vorne. Askasiba ist ja so dieser Terrier, so der, der haben wir immer das Gefühl, der krabbelt übers Spielfeld und beißt die Bälle weg. So. Aber er und Toussaint haben zu klar, also das ist zu deckungsgleich, was das Anforderungsprofil und das Stärkenprofil angeht. Deshalb sind die in Ballnähe, gleichen die sich zu sehr. Das heißt, du brauchst einen davon, dann eher einen spielerischen Sechser, da würde ich Darida spielen lassen, und dann guckst du mal, wie du die Außen besetzt oder Serdar sogar ein Stück davor. Aber du kannst nicht Toussaint, das hat sich jetzt mehrfach gezeigt, du kannst nicht Toussaint und Askasiba zusammenspielen lassen, weil dann stehen sie sich auf den Füßen, und dann anstatt das Spielfeld dicht zu machen in der Mitte, ergeben sich aus den beiden heraus, ganz merkwürdig, eine Umkehrung der Idee eigentlich, ergeben sich riesige Lücken, weil die beiden sich entweder auf den Füßen stehen oder zu weit auseinander sind, weil sie irgendwie beide probieren, den Ball zu fressen. Was Taifun Korkut in seinen ersten 3 Spielen ja aber auch immer wieder betont hat, und das würde dann ja deine These eventuell nach diesem Spiel dann auch stützen, es geht um Pärchenbildung. Es geht darum, dass die Pärchen zusammenpassen. Und so wie du das jetzt gesagt hast, haben jetzt Lucas Toussaint und Santi Askasiba eben nicht so gut zusammengepasst. Man hat es jetzt gesehen, 4 Gegentore, das lag sicherlich nicht nur an den beiden. Aber Pärchenbildung ist ja ganz, ganz wichtig. Und auch auf den Außenpositionen mit dem Außenverteidiger. Wenn jetzt zum Beispiel ein Suat Serdar eher eingerückt steht, dann hat ein Marvin Plattenhardt breiter zu stehen, sodass du beide Positionen besetzt hast, eine Breite und eine Halbposition. Ne? Also es geht immer um diese Pärchenbildung. Das Problem allerdings ist ja jetzt auch, dass wir ja kaum mal mit derselben Startelf spielen können. Auch jetzt war wieder Peter Pekarik verletzt, man musste umbauen, es war DOC-Fuig. Jetzt gucken wir auf die Liste, Stevan Jovetic, Suat Serdar, 2 Unterschiedsspieler mit Blessuren aus diesem Mainz-Spiel rausgegangen. Es ist fraglich, ob sie heute überhaupt zum Einsatz kommen. Ist das auch tödlich? Ja, das sprengt ja vor allen Dingen, also erstmal kurz vor Weihnachten, Pärchenbildung immer wichtig. So. dann, also muss aber ganz klar sagen, das Pärchen Jovetic-Belfodil ist ja erstmal gesprengt. Dann, ich habe jetzt so draufgeschlagen wegen dieser Szene mit Plattenhardt und Serdar, aber wie sollen die sich denn finden? Ich glaube, die haben so, wenn überhaupt, das zweite Mal gespielt. Ich glaube, gegen Bielefeld war Serdar auch schon außen links und Platte dahinter. Aber sowas muss ich doch auch finden können. Da brauchst du eigentlich eine ganze Vorbereitung oder jetzt zumindest den Winter, 1-2 Wochen, dass du das mal einstudierst, sagst, okay, du bist eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, Suat, aber guck mal, du spielst jetzt vor Platte. Wie macht ihr das in der Rückwärtsbewegung? Wie greift ihr zusammen an? Wenn du nach innen ziehst, wo ist Plattenhardt dann? Wo ich trotzdem aber sage, das ist ja auch immer schon das Problem gewesen in diesem Kader, der eine gewisse Unwucht hat. Deswegen wird ja jetzt im Winter auch nochmal nachgelegt, gerade auf dieser linke Verteidiger- oder linken Schienenspielerposition. Du brauchst dann aber auch einen dynamischen Linksverteidiger. Und ich mag Plattenhardt sehr gerne für die Standards, für die Übersicht, auch in der Rückwärtsbewegung. Aber er ist ja nicht der, der bis zur Grundlinie des Gegners läuft und dann wieder zurückzieht. Also der sozusagen immer wieder hinterläuft, macht, tut. Das ist er nicht. So, und den bräuchtest du aber, wenn Suat nach innen zieht. Also du kannst eigentlich schwer einen zentralen Mittelfeldspieler mit Drang nach innen vor Marvin Plattenhardt spielen lassen. Gleiches gilt eigentlich auch für Marco Richter zum Beispiel und Peter Pekarik. Auch Peter Pekarik ist ein sehr defensiver rechter Mittelfeldspieler. Das war ja schon 2009, als er mit dem VfL Wolfsburg Meister geworden ist. Das war nie der Flankengott oder der, der viele Bundesliga-Tore erzielt. Aber erinnern wir uns, ich glaube, unter Labbadia hat er 2 gemacht und damit seine 3 und hat damit seine Quote verachtfacht. Locker. So, nein, und deswegen ist es ein Problem. Aber sie können sich auch nicht einspielen. Ich glaube, gerade diese Pärchenbildung unter Taifun Korkut, da brauchen wir jetzt die kurze Winter-Weihnachtspause und dann vielleicht sogar die ersten 1-2 Spiele, dass sich das vielleicht mal findet. Und halt vor allem kein Verletzungspech, ja. Also, dass er wirklich mal auf seinen kompletten Stammkader zurückgreifen kann. Und so wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, dieses Traumduo, was er durch die Berliner Journalie geisterte, Belfodil und Jovetic, ist natürlich jetzt erstmal. Jovetic. Jovetic, so, genau so. Ist er jetzt erstmal gesprengt.
Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Wunschaufstellung, die ja noch gleich kommen wird, welche Pärchen du da aufstellen wirst. Jetzt war ja aber nicht alles schlecht. Wie würdest du die drei Spiele unter Taifun Korkut zusammenfassen? Also wir haben Stuttgart, ein 2:2 nach 2:0 Rückstand. Wir haben ein sehr gutes Spiel gegen Bielefeld gesehen, wo man 2:0 gewonnen hat und 20 Torschüsse abgegeben hat. Und wir haben eine 4:0 Niederlage gegen Mainz 05 gesehen. Wie würdest du die drei Spiele unter Korkut zusammenfassen? Ja, ich glaube, sie spiegeln absolut die Stärke des jetzigen Kaders in der jetzigen Verfasstheit wieder. Weil du, ich glaube nicht, dass Hertha BSC absteigen wird. Ich glaube auch nicht, dass sie lange mit dem unmittelbaren Abstiegskampf zu tun haben werden. Ich glaube, es wird sich so auf Platz 10, 12 einpendeln. Also genau das, wo gefühlt ja auch Taifun Korkut für geholt wurde, einfach noch eine sorgenfreie Saison zu spielen hinten raus. Es zeigt deshalb die Stärke des Kaders, weil du die Mitkonkurrenten, Bielefeld und Stuttgart, da sahst du gut aus. Also ich fand gegen Stuttgart, gerade auch die zweite Halbzeit, da hast du gesehen, was sie können, wenn sie auf einen Gegner treffen auf Augenhöhe. Das sind im Moment Stuttgart, Bielefeld, Bochum, Augsburg. So, das ist das, wo du sagen kannst, die musst du eigentlich auch schlagen. In Stuttgart halt der frühe Rückstand, sowas passiert aber auch, neuer Trainer, Mannschaft muss ich erst finden. Ich mochte das Spiel aber, ich mochte es auch in der Anlage, im System, wie die Taktik war, wie gespielt wurde. So, dann kommt Bielefeld und Bielefeld war vorne extrem harmlos. Das war Wahnsinn. Ich war mit einem Freund von mir aus Bielefeld, war ich dort. Der hat gesagt, es ist unglaublich, wir haben einfach keinen Stürmer, der vorne mal ein Tor machen kann. So unglaublich harmlos vorne und lassen viel zu defensiv. Das haben wir ausgenutzt. Das war wichtig. Diese vier Punkte waren wichtig. Mainz aber, die uns nochmal unter Bo Svensson ein Jahr voraus sind, die sind im Moment nicht auf Augenhöhe. Also die sind definitiv genau, die gucken eher nach Europa, während wir im Moment eher nach hinten gucken müssen. Und das hat sich genau in diesen Spielen gezeigt. Was mich in diesen drei Spielen überrascht hat, war auf jeden Fall das Spiel mit dem Ball, was wesentlich besser war. Und da können wir auch einfach mal hoffnungsvoll auf ein paar Szenen blicken, denn das sah richtig, richtig gut aus. Auch wenn es jetzt nach dieser 4:0-Niederlage gegen Mainz gar nicht so scheint, liebe Herr Tanerinnen und Herr Taner, war da auch ziemlich viel Gutes drin in diesen letzten drei Spielen. Wie Suat Seller ja gesagt hat, wir versuchen jetzt Fußball zu spielen, ja. Wo ich Ihnen sehr dankbar für bin, ja. So als Fan auch, der gerne ins Stadion geht. So, und was haben wir gesehen? Eine Szene aus dem Stuttgart-Spiel, können wir drauf schauen, es wurden Offensivaktionen zu Ende gespielt. Wir kamen in dieses letzte Drittel und wir hatten endlich mal 1-gegen-1-Situationen, die mit Tempo ausgespielt wurden, wie wir hier Isak Belfodil sehen, und wir kamen in Abschlussposition, auch wenn der Schuss von Wladimir Darida jetzt dort geblockt wurde, aber wir kamen in dieses letzte Drittel, was vorher nicht so oft der Fall war. Ich glaube, wir waren die Mannschaft mit den wenigsten Ballkontakten in der gegnerischen Box. Mhm. Gegen Bielefeld können wir auch nochmal drauf gucken, für mich mitunter das beste Spiel, was wir gesehen haben. Was mir gefallen hat, und da können wir auch nochmal zurückgehen, Lukas, du warst ja auch im Stadion, Vertikalität. Du genau. Siehst eine Steilklatschbewegung von uns, jetzt Askasibar wieder mit dem tiefen Ball auf Marco Richter, der mit dem tiefen Ball auf Belfodil und mit dem Torabschluss. Das ist ein astreiner Angriff gewesen. Es gab in den ersten 10, 15 Minuten mehrere Abschlüsse, also ich erinnere mich auch an diesen von Serdar, wo er dann von der Linie oder im Fünfer mit dem Kopf gerettet wird. Ich glaube, den meinst du hier, wo DEC-Fug übrigens eine schöne Aktion hatte. Ja, weil er offensiv ist er auch sehr begabt. Ich weiß gar nicht, ob man ihn als Linksverteidiger führen sollte im Kader. Vielleicht sollte man ihn einfach als potenziellen Linksaußen spielen lassen. Rechts ist er, ja. DEC-Fug. Ja, als Rechtsaußen. Aber ich hatte gegen Bielefeld das Gefühl, kurze Stutzen, lange Leitung, Sefuig. So, das war einfach defensiv furchtbar. Aber das hat auch jeder gesehen im Stadion. Also neben mir machte sich Unmut breit, immer wenn Sefuig am Ball war. Ich hoffe, das legt sich noch. Mhm. Aber was halt unter Korkut neu ist, und das hat ja eben Suat Serdar auch in dem Interview gesagt, ist dieses von hinten rausspielen. Also eben nicht die langen Bälle und wie unter Dardai, da war eher so die Maxime, schlag die Dinger raus und wir gucken mal, was vorne passiert. Ja. Und jetzt war es einfach so, dieses Rauskombinieren und dann vorne eben auch zu Ende kombinieren. Das hat teilweise sowohl gegen Stuttgart als jetzt auch gegen Bielefeld dafür gesorgt, dass es so diese Momente des Staunens im Olympiastadion gab, die ich lange vermisst habe. Also da waren wirklich so ein paar gute Aktionen, wo du gedacht hast, ja, die spielen jetzt Fußball und das macht mir auch Spaß, da gucke ich auch gerne zu. Leider wurde das von diesem Maximalpressing von Bo Svenssons Mainzern direkt wieder erstickt, weil die sich natürlich härter angeguckt haben und gesagt haben, okay, hier müssen wir an 2, 3 Stellschrauben nur drehen, dann ersticken wir das direkt im Keim. Das haben die Mainzer, muss man ja auch leider zugeben, sehr, sehr gut gemacht.
Was ist deine Einschätzung, wenn wir dann jetzt auch mal vorausschauen auf das heutige Spiel gegen den BVB? Wie erwartest du die Schwarz-Gelben? Meinst du, die gehen auch vorne aggressiv pressend drauf, was ja eigentlich nicht das Spiel von Erling Haaland ist, weil der BVB ja eher ein bisschen tiefer steht, um die Schnelligkeit von ihm auszunutzen. Wie erwartest du den BVB dann heute, wenn wir jetzt ein eher passives Bielefeld erlebt haben, ein Stuttgart, was offensiv auch Räume anbietet, weil sie selber auch offensiv was auf die Beine stellen wollen, und eben eine Mainzer Mannschaft, die sehr aggressiv presst und eine hohe Intensität hat. Was Also erwarten wir wenn ich heute? gemein sage, könnte ich sagen, die Dortmunder machen es mit uns, wie wir es mit Bielefeld gemacht haben. Da war ja die ganze Taktik, wir haben ja nicht gepresst im ersten Drittel gegen Bielefeld, sondern wir haben gewartet, bis Bielefeld selbst in einem eher unsauberen Spielaufbau Fehler fabriziert. Also bis Bielefeld Fehler gemacht hat. Dann haben wir die Bälle in der Mitte abgefangen, haben auf die Außen gespielt und waren sofort wieder im Angriff. Wenn der BVB das so macht und Hertha spielen lässt und dann kontert, kann es sehr, sehr gefährlich werden. Also ich habe gar nicht so Angst vor einem Offensivpressing, also ob da jetzt Reus oder Haaland oder Bellingham draufgehen, sondern dass die sich das angucken, dass die sagen, komm, wir geben denen mal den Ball, sollen Darida und Askasiba mal gucken, wie sie das Ding nach vorne auf Davy Selke bekommen und dann fangen wir das ab und dann ist Haaland halt so schnell und also nochmal, Erling Haaland ist offensiv gefährlicher als der gesamte Kader von Arminia Bielefeld. Da muss man sich einfach auf was anderes einstellen. Deswegen glaube ich, die werden uns erstmal spielen lassen und werden gucken und werden dann über ihre wirklich schnellen und sehr ballsicheren Spieler, Julian Brandt ist ja auch gerade im Aufwärtstrend, wenn Brandt, Reus, Haaland da vorne, dann hast du schnell alle Hände voll zu tun. Das heißt, es liegt, glaube ich, wirklich am Spielaufbau Boyata als Innenverteidiger, Darida, Santi, dass die das sauber in die Hälfte der Borussen bekommen. Wenn wir uns jetzt aber die letzten zwei Gegner der Schwarz-Gelben anschauen, also Bochum ein 1:1 und ein ja eher unglamouröses 3:0 gegen Fürth, was in der Höhe viel zu hoch war, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, dann haben sie, und dann reden wir auch über einen Matchplan, der stimmen muss, weil so, du hast ja komplett recht, du wirst ins offene Messer laufen, wenn du anfängst, plötzlich Ballbesitzfußball gegen Borussia Ich Dortmund glaube, es spielen wird zu nicht wollen, funktionieren. weil die größte Errungenschaft unter Marco Rose ist ja eben die Arbeit gegen den Ball, dieses schnelle, gute Umschaltspiel mit Balleroberern wie Jude Bellingham und mit diesem unwahrscheinlichen Tempo von Erling Haaland. Also das ist ja die größte Errungenschaft unter Marco Rose. Und sie haben jetzt den 24. Sieg in diesem Kalenderjahr. So gut war der BVB noch nie. Edin Terzic hat da natürlich auch seinen Anteil daran. Aber ich habe das Gefühl, sie spielen nicht schön, aber effektiv. Und das ist die größte Veränderung des BVB-Spiels in den letzten Genau, Jahren. normalerweise, ich bin ja oft im Stadion da und gucke mir die Spiele auch an. Ich war gegen Union da. Das ist so ein bisschen für mich die Blaupause für dieses Spiel, wie Union, obwohl sie 4-2 verloren haben, es aber lange Zeit sehr gut gemacht haben. Also da brauchte es dann diesen Geniestreich hier von Mats Hummels, mal wieder der lange Außenrisspass und dann dieses vielleicht sogar Tor des Jahrzehnts, also diese Fluggrätsche von Haaland gegen Lute am 16er. So, da brauchte es diese Momente, damit Dortmund als Sieger vom Platz geht. Ich finde auch, also sie waren ja immer so die Hurra-Mannschaft der Liga. Und dann dachte man, okay, die schießen jetzt halt zwei Tore, aber dann kriegen sie auch vier. Oder sie sterben in Schönheit, haben Chancen en masse und schießen gar kein Tor. Dieser BVB ist ein bisschen Geschichte, deswegen sind sie saugefährlich jetzt am Samstag. Aber ich glaube auch, du kannst sie packen, wenn du selber eklig bist. Genau, wenn du sie ein bisschen lockst, meiner Meinung nach. Und wenn wir auf, ich habe eine Szene, wo man das ganz gut sieht, was der BVB sehr, sehr gut macht, dieses Umschaltspiel, und wo Fürth fast ins offene Messer gelaufen ist, weil wenn wir auf die Szene schauen, hier Lukas, sehen wir, dass die Fürther einfach mal so ganz nonchalant mit sechs Mann offensiv stehen und den BVB stressen wollen. Ja, und sie wollen eben da auf der Außenbahn ihren Ballgewinn haben. Sie haben jetzt gleich den Einwurf und dann sehen wir, dass es, wenn der BVB-Zug ins Rollen kommt, ganz schön schnell gehen kann. Und dann bist du mit gar nicht so vielen Spielern wieder hinter dem Ball. Dann geht es nämlich, und diese individuelle Qualität haben sie, Lukas, relativ schnell mit One-Touch. Da Julian Brandt, wir sehen ihn nach vorne. Und dann kannst du Haaland kaum nur so stoppen. Ja, du kannst vor allen Dingen auch, also Julian Brandt, der für mich einer der besten, also vom Potenzial her einer der besten bei Borussia Dortmund ist, wenn der ins Rollen kommt, hast du halt da vorne sofort drei Waffen mit Reus, mit Haaland, mit Brandt, die verstehen sich auch gut. Dann haben sie sogar noch Marius Wolf.
Also, komm, kleiner Hertha-Gag. Aber auf jeden Fall ist Borussia Dortmund aber eines vor allen Dingen. Und ich habe sie nicht nur gegen Union gesehen. Ich war ja auch in Lissabon im Stadion, bin einfach hingefahren, habe mir das Spiel mal angeguckt, weil es mich interessiert hat. Absolute Wundertüte. Und Lissabon hat gezeigt, wie du denen den Zahn ziehst, indem du giftig draufgehst, indem du sie zuschätzt. Natürlich hat da Haaland gefehlt, aber die hatten auch sonst keine Ideen. Deshalb, meiner Meinung nach, musst du Folgendes tun. Du musst Jude Bellingham zustellen. Also du musst eigentlich gucken, dass du einen sehr schnellen Innenverteidiger hast, der das Tempo wenigstens annähernd mit Haaland mitgeht, um Haaland zu markieren. Aber du brauchst vor allen Dingen so Quarterback-mäßig, also Jude Bellingham ist für mich der Quarterback von Borussia Dortmund, du musst dem jemanden auf die Füße stellen. Also es wird ganz, ganz elementar für den Ausgang dieses Spiels, ob Santi Askasiba Jude Bellingham aus dem Spiel nimmt. Da würde ich sogar Mann gegen Mann spielen lassen, so wie früher. Würde ich sagen, komm, den stellen wir zu, weil das ist der Ideengeber. Der ist im Moment meiner Meinung nach auf seiner Position der beste Spieler der Welt, auf dieser Acht, wo der einfach sozusagen Box to Box einfach immer unterwegs ist. Du musst das Spiel im Mittelfeld gegen Jude Bellingham gewinnen und dann ist Borussia Dortmund auch nur noch halb so gefährlich. Das ist die Stärke oder einer der Stärken von Borussia Dortmund, Jude Bellingham, bin komplett bei dir. Ich glaube, der Typ wird irgendwann mal Kapitän der englischen Nationalmannschaft werden, weil er eben auch noch dieses sehr gute Mindset dazu hat. Eine Schwachstelle des BVB sind aber die Außenverteidiger. Da haben wir einen Thomas Meunier und einen Nico Schulz. Und was auffällig war beim vierten Spiel, ist, dass sie über die Nico Schulz-Seite immer wieder zu Chancen gekommen sind, weil er oftmals zu hoch stand, kein gutes Stellungsspiel hatte. Und da haben wir auch zwei Szenen mal rausgesucht, wo wir mal drauf schauen können, weil das könnte auch ein Ansatz sein, immer über diese Seite zu spielen. Hier, es war relativ früh im Spiel, da gewinnen die Fürther den Kopfball und da sehen wir, dass Nico Schulz offensiv denkend stand und relativ einfach überlaufen wird und da kommt dann halt kein Fürther mehr dran, aber wenn die diese Szene ein bisschen besser zu Ende spielen, dann wird es sehr gefährlich und in der zweiten Halbzeit gleiches Bild. Auch da wieder sehen wir, dass Nico Schulz wir gehen nochmal zurück. Nico Schulz sehr, sehr offensiv stand. Da. Und dann halt wieder über seine Seite, dass jetzt gleich gefährlich wird. Und ich glaube, Lukas, das könnte, da sehen wir auch diese ballferne Seite dann, ne, von der einen Seite auf diese ballferne Seite, dass das auch ein Ding werden könnte, wo man sagt, okay, wir nehmen Jude Bellingham aus dem Spiel und berauben dem BVB da seiner Stärke, aber wir nutzen auch ihre Schwachstellen aus und werden über die Außenbahn spielen müssen. Ja, also die große Schwachstelle für Borussia Dortmund ist natürlich das Fehlen von Rafael Guerreiro, der ja so eine Art Spielmacher als linker Verteidiger macht. Ja. Und jetzt hast du in gewisser Weise eine Parallele zu Hertha BSC, also was Nico Schulz, der ja auch mal hier gespielt hat, was Nico Schulz für Borussia Dortmund ist, ist, was Sefuig gerade für die Hertha-Fans ist. Also wie gesagt, im Stadion in Lissabon, Nico Schulz hat ja da auch als linker Verteidiger begonnen in Lissabon und Sporting hat das Spiel über seine Seite entschieden. Und ich hörte immer nur die Rufe, 24,5 Millionen für Nico Schulz, wie kann das sein, wie kann man so eine Leistung abliefern? Also es ist schon, da kapriziert sich gerade so der Unmut der BVB-Fans, wenn es die defensive Stabilität angeht, auf Nico Schulz. Der ist da überhaupt gar nicht gut gelitten, weil er eben auch offensiv denkt und in der Rückwärtsbewegung, genau wie wir es jetzt gerade in dem Video gesehen haben, sehr, sehr schwach agiert in dieser Saison. Also er ist nicht der linke Verteidiger, auf den man sich verlassen kann. Aber man muss eben auch sagen, ähnlich wie bei Sefuig, ich glaube, dass Nico Schulz einfach jemand ist, der sehr gut funktioniert, und so war es ja in Hoffenheim auch, wenn er der Schienenspieler in einer Fünferkette ist. Das ist kein linker Verteidiger für eine Viererkette, genauso wie Sefuig kein rechter Verteidiger für eine Viererkette mit ist. Mit Lukas Klünter als dritten genau. IV hat das sehr gut hat sehr gut funktioniert, weil er seine offensiven Stärken, wie zum Beispiel im Spiel gegen Leverkusen, bei diesem 3:0 oder bei dem 3:0, wo Córdoba ja auch noch groß aufgespielt hat, auch mit Sefuig auf der Seite, wunderbar kombiniert, da hat er gezeigt, was er kann. Nico Schulz kann nach vorne ganz viel, er kann defensiv in dieser Saison eher wenig und das können wir dann eben auch ausnutzen. Und wir müssen natürlich hoffen, dass er mit dem Kopf woanders ist, jetzt wo er die Ex von Brad Pitt datet. Das lasse ich unkommentiert. Nach vorne ziemlich viel macht auch Erling Haaland. Und natürlich, wenn man dann gegen den BVB spielt, muss man sich auch eine Idee zurechtlegen, wie man diesen Wahnsinnsstürmer aus dem Spiel nehmen kann. Und die Fürther hatten da eine Idee. Und da können wir uns vielleicht was abgucken, denn die beiden Tore, die Erling Haaland gegen Fürth gemacht hat, waren zwei nach ruhenden Bällen. Im Spiel selber ist relativ wenig über ihn gegangen und da habe ich auch was rausgesucht, wie wir eventuell das angehen könnten.
Lukas, lass uns mal zusammen draufschauen. Da sehen wir oben rechts Erling Haaland. Und wir sehen, dass er sich schlauerweise, wie es gute Stürmer machen, zwischen den beiden, also zwischen dem IV und dem AV platziert, also Innenverteidiger und Außenverteidiger. Aber was haben die Fürther gemacht? Sie stellen noch einen Sechser davor und decken quasi Erling Haaland im Dreieck. Ja, Dreiecke bilden. So, ist das super. Defensive Dreiecke bilden. So. Ja. Und sie haben auch immer dann ballnah dann verschoben und Erling Haaland wurde damit echt im Spiel selber, du kannst ihn nie ganz ausschalten, aber zumindest über weite Strecken haben sie ihn so gedeckt. Und eigentlich würde ich sagen, dass einer, also entweder ein Innenverteidiger oder ein Außenverteidiger sogar noch ein bisschen tiefer steht, weil falls er sich dann aufdreht, dass du ihn dann noch abfangen kannst. Das ist entscheidend, wie du sozusagen, ob die Zusammenarbeit zwischen dem Außenverteidiger, dem defensiven Mittelfeldspieler und dem Innenverteidiger, das wird entscheidend. Wenn du da schaffst sozusagen, du sagst diese defensiven Dreiecke, letztendlich musst du ja ein Bermuda-Dreieck schaffen, wo ja. Erling Haaland einfach drin verschwindet. Genau, richtig. Du lässt ihn einfach verschwinden. Das ist ein Zaubertrick. Wenn der funktioniert, super. Dann gehe ich sehr gut gelaunt aus dem Olympiastadion raus. Mal schauen. Aber dann brauchst du wirklich auch bessere Absprachen als gegen Mainz. Und deshalb, so viel kann ich jetzt schon mal verraten, wird das hier jetzt auch die Rückkehr zur Dreierkette. Also, also wir müssen es einfach versuchen. Es ist jetzt Freestyle, weil so ein bisschen nochmal drüber nachdenken, wer ist überhaupt fit, ne? Ja. Was geht? Also wir fangen natürlich vorne an hier mit... Hier, da rein? Da, guck mal hier, der Schwolo. Der, wie ich finde, immer noch, der muss lauter werden. Also auch das ist gegen Dortmund, also wenn schon der ganze Druck von Haaland kommt, musst du als Torwart, du musst deine Jungs da unter Kontrolle haben. So. Und dann würde ich auf jeden Fall, weil er schnell ist und weil ich ihn mag und weil ich finde, er muss auch mal einen Fehler machen dürfen, wie gegen Stuttgart und trotzdem im nächsten Spiel auf dem Platz stehen. Und ich glaube, er hat die Schnelligkeit und du kannst ihn gegen Haaland spielen lassen. Deswegen würde ich auf jeden Fall mit Jordan Torunariga spielen. Neben Boyata und Niklas Stark. Sie sind von oben, das ist so der Cheerleader-Effekt. Da ist er ganz außen. Perfekt. So, die beiden. Auf jeden Fall ist meine Dreierkette. Mhm. So, und dann kannst du nämlich alle möglichen Schwächen auch ausgleichen auf Außen. Dann hast du nämlich Sefuig, dann kann der hier wieder mit seinen kurzen Stutzen ein bisschen offensiver spielen. Ist ja dann auch die Nico-Schulz-Seite, ne? Also er kann dann genau, ja quasi... Genau, das wird dann ein sehr interessantes Duell. Also es wird offensiv knallen und defensiv haben wir dann auf jeden Fall auch Spaß. Und dann auf der anderen Seite würde ich einfach, ich würde trotzdem Platte spielen lassen, auch wenn er eigentlich potenziell eher einer ist für die Viererkette, aber du brauchst die Flanken auch, weil du wirst dich gegen Borussia Dortmund nicht durchkombinieren können. Du brauchst lange Bälle, du musst hinter die Kette kommen, weil du hast die ganze Zeit gesagt, die Schwäche ist Nico Schulz und eventuell Thomas Meunier, aber da ist ja auch noch Mats Hummels, dem ja sowohl Karl-Heinz Rummenigge in seiner ganzen Bösartigkeit als auch Hansi Flick gerade nahegelegt haben, dass er im Moment zu viele Fehler macht, dass er zu langsam ist. Ich halte große Stücke auf Mats Hummels, aber er ist nun mal jemand, der im Laufduell gegen schnelle Stürmer und bei langen Bällen und so anfällig ist. Das haben die Bayern auch gezeigt und ausgenutzt. Und auch er hier, DOC-fähig, ist sehr, sehr schnell. Also wenn ich mir mal so einen Spielzug ausdenken würde, Platte auf die Seite von Sefuig, der im 1 gegen 1 auf Mats Hummels zuläuft, kann gut funktionieren. Dein Wadenbeißer, Askasiba gegen Bellingham und dann davor Serdar mit dem etwas offensiveren Part und Darida, weil, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über die Werte, wie es ist, wenn Boyata und Darida zusammen in der Startelf spielen, ist es exponentiell höher, ist die Chance exponentiell höher, dass wir gewinnen, so die Punkteausbeute. Das heißt, das ist auf jeden Fall mein Dreier-Mittelfeld. So, und dann bleiben ist ja fraglich, ne? Muss man auch dazu sagen. Ich hoffe, dass er noch spielt. Ansonsten Ecklenkamp. Ich würde es einfach weiterhin probieren. Mhm. Was ist mit Marco Richter? Wie ist da die letzte? Er ist fit. Gut. Dann machen wir das so. So dann machen kann wir das so. So, und dann brauchst du einfach, wie ich finde, Schnelligkeit. Und jetzt würde ich mal was probieren. Ich würde gucken, weil es ist, also diese Szene, nochmal, diese Szene nach dem 2:0 in das der letzten stark, Sekunde. Ja. Das hat A gezeigt, dass das Binnenklima und die Hygiene in der Kabine stimmt. Und es hat gezeigt, was Davy Selke für ein guter Typ sein muss, dass eine ganze Mannschaft sich so für ihn freut, nachdem er sein letztes Tor im Olympiastadion für Werder Bremen gegen Hertha BSC geschossen hat. So, das heißt, du nimmst diese ganze Power aus dem letzten Heimspiel mit und lässt den, weil du hast gesagt, nervt Borussia Dortmund,
ich kenne niemanden, der so nervt wie Davy Selke. Mich, die Hertha-Fans, aber auch den Gegner. Lass Davy Selke nerven und lass Mauli da an Mats Hummels vorbeischieben. Das wäre, weil wir ja davon ausgehen, dass Jovetic nicht spielen kann. Damit ist das Duo Belfodil-Jovetic gesprengt. Dann würde ich Belfodil auch erstmal auf die Bank setzen. Und das wäre dann mein Versuch, ohne Serdar, ohne Jovetic, aber Schnelligkeit, Nerven, Waden beißen, Nico Schulz ärgern. Lukas Vogelsang würde also in einem 3-5-2 aufstellen und die Rückkehr zur Dreierkette wagen gegen Borussia Dortmund. Und Taifun Korkut sind aber noch ein paar andere Tugenden wichtig gegen den BVB. Und das hat er auf der PK so gesagt. Mut, Freude am Spiel, so wie wir es in den zwei Spielen davor gezeigt haben. Aber trotz alledem auch mit einer resoluten Defensivleistung. Also alle gemeinsam auch dann gegen den Ball arbeiten, aber auch das Spiel mit dem Ball wird sehr, sehr wichtig sein, weil das ist ein Element, was wir jetzt auch in den ersten zwei Spielen unter meiner Regie gehabt haben und das wollen wir auch wieder sehen gegen Dortmund. Mut, Spaß, Freude am Spiel, Lukas. Als ich die Serie bei The Zone Underground of Berlin geguckt habe, diese 5 sehr unangepassten Spieler, aber auch diese 5 Freunde, kann man ja sagen, die vor nur Freude und Spaß und Mut hatten sie ja auch alle gestrotzt haben. Fehlen uns teilweise genau solche Typen in unserem aktuellen Kader, die unangepasst sind und deshalb auch sehr mutig, ja, weil sie nicht so nachdenken? Die für die Überraschungsmomente sorgen, genau. Das glaube ich schon. Aber es geht, glaube ich, auch so gerade aus der Sicht der Kurve, aus der Sicht des Hertha-Fans, auch mehr um so eine Identifikation, weil warum kapriziert sich das gerade mit diesem Underground of Berlin gerade auf die 5, auf diese Bad Boy, diese ja auch eigentlich verlorene Generation für Hertha BSC, weil sie Berliner Jungs waren, so weil sie für etwas standen, weil sie wirklich von hier kamen, das waren sofort, ich kann mich ja noch erinnern, der Fußball hat nicht zwingend mehr Spaß gemacht, aber er war von hier. Das heißt, man konnte immer stolz ins Stadion gehen und sagen, ey, die Jungs sind von um die Ecke, die kommen da weg, wo Hertha gegründet wurde, an der Plumpe im Wedding, die haben eine Geschichte zu erzählen. Es geht bei so einem Verein, gerade wie bei Hertha BSC, mit der Geschichte als Hauptstadtclub, einfach darum, Identifikationsfiguren im Verein zu haben, die auch aus der Stadt kommen. Und Berlin hat in der Historie immer große Fußballer produziert. Also das geht bei Ike Hässler los und endet dann halt bei Boateng. Aber ich finde, du müsstest nochmal so eine Geschichte schreiben. Und mir geht es gar nicht so sehr um diesen Straßenfußball, sondern mir geht es wirklich um diesen, wir kommen von hier, wir haben eine großartige Jugendarbeit bei Hertha BSC seit Jahren schon und die Durchlässigkeit nochmal erhöhen und dann eben auch 2, 3 Jungs hochziehen. Deswegen sage ich auch immer, lass Mittelstädt spielen, wenn er fit ist, ist ein guter Junge, lass Toruna Riga spielen, lass den auch mal 2, 3 Fehler machen, aber das ist einer, da steht die Kurve hinter, sagt, das ist der Jordan von hier. Deswegen, ich hoffe auch, dass Jessic Nankam zurückkommt und bei Hertha sich nochmal so entwickelt, wie er es gezeigt hat in den letzten Spielen im Abstiegskampf seiner Zeit. So, also das ist ja das so ein bisschen, dass der Berliner ins Stadion geht und auch ein paar, wenn es auch nur 2, 3 sind, ein paar echte Berliner dabei hat. Marton Dada ja auch, Jordan Turunariga, Maxi Mittelstädt und trotzdem Linus Gechter, meine Frage an dich, ist das in dieser heutigen Zeit überhaupt noch möglich, solche Straßenfußballer, Berliner Jungs zu produzieren? Ich habe das Gefühl, gerade wenn wir über diese 5 Typen von damals sprechen, sie werden als goldene Generation bezeichnet, das war ja nicht, weil sie fußballerisch so mega überzeugt haben, sondern weil sie eine Kultstatus hatten, ja? Ja. Aber leben wir nicht in diesen Zeiten, wo diese unangepassten Fußballer gar nicht mehr produziert werden können, weil sie mit 7 Jahren ins NLZ gehen? Ja, aber von Kult kannst du dir ja auch nichts kaufen. Also ich finde auch aber so das bisschen, ist Identifikation. Genau, ich habe vor 11 Jahren eine Reportage geschrieben fürs Elf-Freunde-Magazin, wo ich genau diesen Spuren gefolgt bin. Da war ich viel mit Chinedu Ide unterwegs, bin auch an die Pölcher-Schule gegangen, habe mit den Klassenlehrern gesprochen, habe mit den Trainern bei TB gesprochen, habe Frank Friedrichs getroffen, der sie bei Reinickendorfer Füchse trainiert hat, wo er die Ajax-Trikots entworfen hat, habe auch in genau dieses Familienalbum blicken dürfen. Und
es ist ja so, die waren fußballerisch schon alle außerordentlich gut. Also es gab Geschichten, da sind die zu einem U14-Turnier nach Lissabon gefahren und haben den brasilianischen Meister und haben, glaube ich, sogar den AC Mailand oder so 4, 5, 6, 8, 0 im Kleinfeld vom Platz gespielt. Und die haben gefragt, wer ist das? Wie könnt ihr mit, was ist das für eine Mannschaft? Was sind das für Spieler? Wo habt ihr die her? Und das war natürlich der Mythos, der da aufgebaut wurde. Die Jungs von der Panke, die Jungs aus dem Käfig, das war ihre Welt. Dort sind sie groß geworden. Und völlig irre, dass all diese Spieler, also das ist eine Generation, die haben zusammen als Kids ja gespielt und die werden dann alle Bundesliga-Profis. Und ich weiß noch, 2014 haben, glaube ich, drei oder so bei denen noch bei der WM gespielt. Die waren, also Salihovic war, glaube ich, dabei, De Jager, Kevin Prinz und Jerome, also vier sogar, die zusammen dort gespielt haben. Aber es ist eben Mythos, der größer war als ihre Leistung selbst, weil sie haben mit Hertha keinen Pokal gewonnen. Wir haben nicht mit ihnen mit diesem Kader oder mit diesen Jungs um die Meisterschaft gespielt, sondern wir haben eine Geschichte produziert. Nur funktioniert haben sie am Ende hier nicht, sondern woanders. Einen Berliner Jungen hast du ja aber in deiner potenziellen Startaufstellung gegen den BVB aufgestellt, nämlich Jordan Torunariga. Lukas, wenn wir jetzt nochmal abschließend so ein bisschen die Hinrunde besprechen oder auf sie blicken, meinst du, dass dieses Spiel gegen den BVB heute noch dazu beiträgt, mit welchem Gefühl wir jetzt in die Rückrunde starten und die Hinrunde abschließen? Meinst du, dieses Ergebnis heute hat noch Ausschlagskraft? Also ja, das ist ja so, der Fußballfan vergisst ja schnell. Der Fußballfan ist ein Goldfisch. Ich kenne das von mir selbst. Also du verlierst 4-0 gegen Mainz, dann ist der Donnerstag oder der Mittwoch, der Donnerstag ist schlecht. Am Freitag kommt schon wieder so, ey, morgen Stadion, geil. Am Samstag ziehst du dich an, legst dir den Schal um, steigst in die U-Bahn und sagst, boah, geil, vielleicht geht heute wieder was. Weil das ist ja das, es schwingt ja immer, ich glaube, wie Sepp Herberger hat das gesagt, oder die Leute gehen ins Stadion, um Fußball zu schauen, weil sie nie wissen, wie es ausgeht. Ja. So, und das stimmt ja. Es ist immer die Hoffnung auf die Überraschung. Und Geschichte wird von hinten geschrieben. Das heißt, natürlich war es im Grunde nicht nur eine schwierige, sondern auch eine Horrorhinrunde von allem, was so passiert ist. Ich dachte, dass wir sehr viel besser mit diesem Kader auch sehr viel besser dastehen können, als wir es jetzt tun. Aber wenn du dann Borussia Dortmund schlägst oder ein geiles Spiel machst und es geht unentschieden aus, oder du machst ein geiles Spiel und verlierst es knapp mit 2-1, dann gehen die Leute aber nach Hause und sagen, ey, hier ist was auf dem Weg. Und dieses Gefühl nehmen sie ja mit unter den Tannenbaum und das vervielfältigt sich dann. Und dann gehst du natürlich zum Hinrundenauftakt, den wir ja hoffentlich zusammen begehen, gehst du natürlich mit einem ganz anderen Mindset in dieses Spiel gegen Köln, als du es jetzt in das Spiel gegen Borussia Dortmund gehst, weil du sagst, okay, wir haben das letzte Ergebnis war ein gutes Ergebnis. Das ist total wichtig. So, das ist wirklich wie so ein Neujahrsvorsatz. So, dieses Spiel ist unser Neujahrsvorsatz. Wir machen ein gutes Spiel gegen Borussia Dortmund und dann gucken wir mal, was wir nach der Weihnachtspause hinbekommen. Neujahrsvorsatz ist mein Stichwort. Lukas, welchen Vorsatz für das Jahr 2022 würdest du den Jungs mit auf den Weg geben? Ja, wieder anfangen, an sich zu glauben. Weil also nochmal, die Szene mit Davy Selke hat mir persönlich, und ich war da ganz nah dran, hat mir persönlich gezeigt, dass da eine Mannschaft ist, die intakt ist, die miteinander spielen wollen, die nicht irgendwie, also Freddy Bobic meint ja, jeder macht alles, aber für sich alleine, das geht, glaube ich, auf dem Platz. Aber ich glaube, da ist angeführt vom Prinzen, ja, von Kevin Prinz, ist da eine Mannschaft, die eigentlich in der Krise auch zusammengewachsen ist. Diese Reaktion nach dem Selke-Tor hat mir das gezeigt. Und ich glaube, wenn diese Mannschaft an sich glaubt und sagt, pass auf, wir sind Hertha BSC, wir wollen und wir müssen, wir sind jetzt auch eine Schicksalsgemeinschaft, so groß wird sich der Kader nicht verändern, wir müssen den Karren, den wir in den Dreck gefahren haben, jetzt wieder dort rausziehen, dann glaube ich auch, und ich wünsche ihnen das, dass sie mehr daran glauben, dass sie als Mannschaft auch funktionieren können. Und sowas ist nach diesen letzten 2 Jahren extrem schwer, aber das wäre mein Wunsch, wieder mehr Glaube und auch mehr Stolz für Hertha BSC spielen zu dürfen. Mit Mut und Glaube gegen den BVB und sich dann eben mit einer guten Moral ins neue Jahr verabschieden. Lieber Lukas, das machen wir jetzt auch. Schön, dass du wieder hier warst. Und ich kann dir meinen persönlichen Vorsatz sagen. Das ist, dass ich dich im Jahr 2022 wieder ganz schön oft hier auf die Couch kriege. Ja, sehr gerne. Besser wird's nicht. Für euch auch. Frohe Weihnachten, besinnliche Festtage und eine ganz große Bitte von mir an euch. Bleibt zuversichtlich. Das kriegen wir schon alles hin. Und bleibt gesund. In diesem Sinne, ciao. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.